Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ruhrpott-Folge. Wir wollen uns heute in groben Umrissen mit dem Verwaltungsvertrag nach 54 folgende Verwaltungsverfahrensgesetz beschäftigen. Der Verwaltungsvertrag wird im Verwaltungsverfahrensgesetz neben die systembildende Handlungsform der Verwaltung, nämlich neben den Verwaltungsakt, gestellt. Der Unterschied ist, im Verwaltungsakt handelt die Behörde einseitig, im Verwaltungsvertrag begibt sich die Behörde auf ein Gleichordnungsverhältnis und handelt nicht einseitig, sondern konsensual. Das hat bestimmte Vorteile, insbesondere wenn sich die Parteien auf ein Vorgehen, auf ein Ziel gemeinsam einigen, bietet das eine erhöhte Gewähr dafür, dass dann auch die Rechtsfolgen so eintreten, wie sie gewollt sind, dass also die Wirklichkeit so gestaltet wird, wie Behörde einerseits, Bürger andererseits das beabsichtigt haben. Also es ist eine sehr effektive Form der Steuerung und deshalb ist es vernünftig, den Verwaltungsvertrag vorzusehen. Das Problem des Verwaltungsvertrages liegt so ein bisschen darin, dass im Hinterzimmer irgendwelche Deals ausgehandelt werden, die möglicherweise so ein bisschen knapp neben der Rechtsordnung liegen. Und das ist natürlich rechtsstaatlich ein erhebliches Problem. Insbesondere muss natürlich verhindert werden, dass Hoheitsakte, das hoheitliches Handeln einfach an den Meistbietenden verkauft wird. Also der sogenannte Ausverkauf von Hoheitsrechten darf nicht erfolgen. Diese Risiken hat der Gesetzgeber gesehen und berücksichtigt. Lassen Sie uns also einen Blick auf die Regelungen in 54 folgende werfen. 54 folgende unterscheiden erstmal zwischen dem Vergleichsvertrag und dem Austauschvertrag. Vergleichsvertrag ist relativ einfach erklärt. Es gibt eine gewisse Rechtsunsicherheit. Zum Beispiel hat der Bürger gegen eine hoheitliche Maßnahme geklagt und es ist nicht so richtig klar, wie der Rechtsstreit ausgehen wird. Und dann können die sich auf einen Kompromiss vor Gericht einigen und das ist dann Vergleichsvertrag. Damit wollen wir uns weiter gar nicht beschäftigen. Für uns viel relevanter ist der sogenannte Austauschvertrag, Paragraph 56. Austauschvertrag heißt ein Vertrag, in dem sich der Vertragspartner der Behörde zu einer Gegenleistung verpflichtet, dafür, dass die Behörde eine Handlung vornimmt. Und da ist mit Händen zu greifen, dass da dieses Risiko des Verkaufs von Hoheitsrechten besteht. Und dementsprechend sagt 56 Absatz 1, dass dieser Austauschvertrag nur zulässig ist, wenn die Gegenleistung für einen bestimmten Zweck im Vertrag vereinbart wird und der Behörde zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben dient. Und jetzt Satz 2, und das ist das sogenannte Koppelungsverbot. Die Gegenleistung muss den gesamten Umständen nach angemessen sein und im sachlichen Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung der Behörde stehen. Dieses sogenannte Koppelungsverbot, dass also ein sachlicher Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung bestehen muss, und zwar nicht erst durch den Vertrag hergestellt wird, sondern vorher besteht, das ist die wahrscheinlich wichtigste Grenze des Austauschvertrages. Das vermeidet, dass einfach gegen Zahlung von Geld eine x-beliebige Hoheitsleistung erbracht werden kann. Damit das alles bestmöglich kontrollierbar ist, damit es transparent ist, bringt der Gesetzgeber außerdem in § 57 die Schriftform. Die Schriftform heißt, öffentlich-rechtliche Verwaltungsverträge müssen schriftlich getroffen werden. Das heißt, der Hinterzimmerdeal ist ausgeschlossen, es muss alles schriftlich fixiert werden und ist dann auch nachvollziehbar und eben überprüfbar. Das bringt zum Ausdruck, dass der Gesetzgeber sehr wohl ein gewisses Misstrauen gegen dieses konsensuale Handeln im Wege des Vertrages hatte und diesem Misstrauen eben mit dieser Schriftform begegnet ist. Wenn wir damit so die in groben Umrissen gekennzeichnet haben, wie öffentlich-rechtliche Verträge geregelt sind, bleibt noch die Abgrenzung zwischen dem öffentlich-rechtlichen, dem Verwaltungsvertrag und dem zivilrechtlichen, ganz normalen Kaufvertrag. Wenn eine Behörde in ein Geschäft geht und Computer kauft, schließt sie als Behörde einen ganz normalen Kaufvertrag. Das ist kein Verwaltungsvertrag. Der Verwaltungsvertrag ist dadurch gekennzeichnet, dass der Gegenstand des Vertrages öffentlich-rechtlich charakterisiert ist. Das heißt, Gegenstand des Vertrages muss ein Rechtsverhältnis sein, das nach den Abgrenzungstheorien zwischen Zivilrecht und öffentlichem Recht, insbesondere nach der Sonderrechtslehre, wir hatten das in einem anderen Podcast, als öffentliches Recht eingestuft wird. Das ist häufig, auch gerade zum Beispiel beim städtebaulichen Vertrag, mit dem wir uns getrennt beschäftigen werden, gar nicht so einfach zu entscheiden, ob der
ob der Schwerpunkt der vertraglichen Regelung in einem solchen öffentlichen Rechtsverhältnis liegt oder in einem zivilrechtlichen. Maßgeblich kommt es darauf an, ob letztlich auch ohne den Hintergrund des Sonderrechts, dass die Behörde also auch hoheitlich tätig werden kann, der Vertrag geschlossen worden wäre oder nicht. Das ist immer so ein Fingerzeig dafür, ob es wohl ein zivilrechtlicher oder ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist. Einzelheiten dafür werden wir im Zusammenhang mit dem städtebaulichen Vertrag behandeln. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.